Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolos Big Pack. So, ich komme aus dem Urlaub raus, bin wieder hier am Server. So, und ich darf jetzt erstmal wundervoll erzählen, dass ich meinen PC manchmal liebe. Ich hatte eigentlich noch ein paar Folgen aufgenommen gehabt, die dann schön, ja, eigentlich kommen sollten. Was passiert? Drei wundervoll defekte Aufnahmen. Ich liebe es. So. Und was lernen wir daraus? Man sollte auch mal nach einer Aufnahme drauf schauen, wie die Aufnahme geworden ist. Ja. Macht nicht den Fehler, wirklich. So, jetzt aber mal was weiß. Hier plötzlich beiseite. Wir machen jetzt heute weiter. Müssen jetzt mal sehen. Hallo. Hallo. Gut. Willkommen schon in der Aufnahme, ne? Oh, okay. Ich habe mir gerade eben nur gedacht, ja komm, ist irgendwie gerade nicht erreichbar. Ich hab's schon gelesen, nur ich war ein wenig spät dran. Ja, okay. Also ist auch noch in diesem Sinne auch diesmal wieder mit dabei, der Crazy. Hallo! Hey Christian. Ja? Welches Land hat bisher die meisten Flüchtlinge aufgenommen? Deutschland? Das Mittelmeer. Hä? War das zu hoch für dich, oder was? Ein bisschen. Ey, dieser Witz, den hat heute mein Mathelehrer rausgehauen. Der hat da so einen Lachkrampf bekommen, das war unglaublich. ich bin gerade überlegen, was soll ich heute mal machen? Ah ja, ich wollte heute mal ein paar Magmatic Dynamos machen. Weil irgendwann müssen wir ja aus der Lava machen und naja, Obsidian haben wir, würde ich mal sagen, für die nächsten 2, 3, 700 Jahre genug. Stimmt, das ist jetzt alles da drüben. Hatte ich eigentlich schon erzählt, dass die Aufnahmen, die ich vorbereitet hatte, alle defekt waren? Nö. Ja, ich hatte um die 3 Folgen aufgenommen, waren komplett defekt. Das ist scheiße. Deswegen kam jetzt auch nichts mehr, dass ich nicht da war. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt für die Magmatic Dynamos auch mal Invar. Boah. Irgendeiner ist ab und zu mal wirklich bei mir am Erleuchtmeld, dann stellt das immer dann auf Furnace Mode only. Ich war's nicht, ich war schon lange nicht mal bei dir. Ja, ich auch nicht. Und außerdem habe ich einen eigenen Erleuchtmelder. Ja, ich glaube, da war doch schon wieder das Feed im Wert, oder? Oder Trieb oder so? Oder vielleicht sogar Kronk? Der sicher. Ja. Das wird's sein. Mann, was wollte ich jetzt mal machen? Bin ich eigentlich total geistig verblödet? Ich sag vor 2 Minuten noch, dass ich mit Magmatic Dynamos mache. Was wollte ich damit machen? Shit happens. Ich bin am überlegen. Ich kann dir gleich mal meinen neuen Hammer zeigen. Ach stimmt, du hast ja den OP-Hammer gefunden. Nicht gefunden, gemacht. Okay. Also, ich habe im Singleplayer die ganze Zeit ausprobiert, wie man den stärksten Hammer kriegen kann. Mit der meisten Durability. Okay. Und nun ja, 32.400 ist schon Wort für mich. Kann man mal machen. Und 20 Millionen RF. So, hier die Fruitconvits reiße ich mal gerade ab, weil mit denen will ich nämlich gerade mal nicht arbeiten. Ich will jetzt mal ein bisschen mehr auf Firmel gehen. Und natürlich habe ich wieder vergessen, mein Handy auszuschalten oder stumm wenigstens zu machen. Ich habe dran gedacht. Ja, ich ignoriere es jetzt einfach, weil es ja auch sonst immer so gut bei mir funktioniert. Oh, da sind ein paar Cobblestones. Gibt das wieder einen? Okay, Christian. Ja? Du Arsch. Du dreckiges, kleines Arschloch. Das muss ich mir gerade gönnen. Ich habe mir gerade nur gedacht, welcher geistig behinderte Spasti spammt mich jetzt voll. Ich höre gerade nur auf meinem Handy. Also, der Moment war gerade so verlockend. Da musste ich einfach mal durchziehen. Ist okay. Weißt du, was ich dafür jetzt habe?
Was? Den zweiten Nachtrag gepresst. Kann ich den jetzt eigentlich? Nö, den kannst du echt nicht schmelzen, schade. Wäre ja zu schön gewesen. Ja, so ein Block of Bedrockium, ne? Ja, ja. Wäre schon OP. Weißt du, was gerade wieder einfällt? Ich glaube, ich muss dann so einen Achtfachen pressen, bei dir aufwachen und alles hinschmeißen. Boah, ich hätte nichts dagegen. Ja, 43 Millionen Cobblestones bei dir in der Bude, ne? Hättest du echt nichts gegen. 43 Millionen Entities, juhu. Alter, das hätte ich letztens auf dem Vanilla-Server geleckt, wo ich ein paar Kumpels mal draufgezockt hatte. Muss ich mal erzählen, Wetten, da war vor Jahren, hatte ich mir ein paar... Okay, was heißt vor Jahren? Das war vor... Lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, das war vor circa einem Jahr. Halt mit einem Kumpel, oder sag ich mir... So um die 5 Kumpels auf dem Server gezockt. Einfach so einen offenen. Weil wir zu voll und zu arm waren, uns einen Server zu mieten. Haben gesagt, komm, machen wir einfach so einen Trouble auf den öffentlichen. Ging da schon super los, erster Tag, wir haben irgendwie schon voll dir. Ja, gut. Ja, das brauch ich doch bleiben. Ah, jawoll! So gehört sich das und nicht anders. Was war das jetzt gerade? Tobi hat einen zweiten Channel erstellt. Ah. Aufnahme bitte nicht stören. Okay. Ich habe mich auch gerade gewundert, was geht denn jetzt ab? Nee, weißt du, ich bin gerade so gemütlich in meinem Monolog und auf einmal höre ich nur von meinem Soundback. Ah, jawoll. So gehört sich das und nicht anders. Ich habe mich ein bisschen geschrocken. Schönes Soundback. Ja, ich weiß ja, dass ich ab und zu mal so bei... Ach, hier sind noch die Sachen drin. Bei Pietz mich mal was geschaut hat, weil ich einfach diesen asozialen Ruf von denen mag. Ja, und das hat einer mal einfach mal beim Kochen gesagt. Ja, die kochen auch. Das rein. Komm, wir machen noch die Bette in Bar. So. Ich weiß nicht, auch teilweise selbst das umgewöhnen, gerade weil ich hab meine Aufnahmetechnik modifiziert, verbessert. Hydro nachnominalisiert und was weiß ich noch was. Es passiert, also schade, dass du gestern nicht dabei warst, ne? Wer ist denn dein Loch gefallen? Nein, da bin ich 5-mal hintereinander gestorben. Aber wir müssen noch später noch, wenn das hier fertig ist mit den Dynamos, machen wir noch das Ritual, ne? Ja, okay. Jetzt werden sich jetzt mal alle denken, hä, Ritual, will der noch was werden oder was? Ist der noch bescheuert? Gibt doch keine Magie. Was glaubt ihr? Mhm. Und Leute, die mich kennen, wissen, dunkler Lord ist mir nicht gut genug, ich will mehr. Kriegst aber nicht. Glaube nur du. Ich glaube, nach der heutigen Aufnahme habe ich echt den Buch von Volldeppen von Herrn. Wirklich. Den habe ich dann auch abgeschlossen. Ja, warte, das kommt so, oder? Ja. Die Dynamo ist dahin. Achso, ich hatte mir gestern... ein Stack Minion gemacht, ne? Ja, mach mal. Ich war 2 Stunden Nether farmen, hatte ein Stack Ardite und ein Stack Kobalt. Ich dachte, ihr habt das schon alles abgefarmt, ne? Nein, da war so gut wie sie nie. Ich war nur da und hab ein bisschen Nether Quartz gefarmt. Also wenn du noch ein bisschen Minion brauchst. Ja, ich bin jetzt ein Fan von Minion Werkzeug. Also was Durability angeht, ist Manulin echt OP. Ja, okay, das ist eine alte Sache. So, die Dynamos sind fertig. In 9 Minuten, neuer Rekord in Langsamkeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Ja, das war jetzt echt auch. Komm, die schreißen wir gerade ab. Weil wir brauchen jetzt noch, jetzt muss ich mal schauen, Fluidukte brauchen wir noch. Temperate, Wellrake, ja okay, die können wir nicht nehmen. Wir müssen mindestens Hardened Fluidukte nehmen, okay. Also ich bin ehrlich, ich habe mich mit den neuen Conduits da so gut wie doch gar nicht auseinandergesetzt. Weißt du noch, dass es neue Conduits gibt? Ja, die normalen Fluidukte, die wirklich aus Kupfer und Lead gemacht wurden, die können jetzt hochgehen.
Okay, das ist neu für mich. Wenn da irgendwie Lava oder gestoppt sogar Jet Cryothem oder sowas durchfließt. Also wenn es zu warm oder zu kalt wird. Ja, das ist echt neu, aber verdammt geil. Ja. Greggy lässt grüßen. Ja, ich hab da gerade so eine neue Idee bekommen gerade. Ich weiß, worüber schon. Du sprichst. Also echt mal geil, ja. Ach Christian, hast du eigentlich Bock mit dem Kumpel und mir viel zu Beast Infinity zu zocken? Hab ich zwar schon mal, aber okay. Hä? Ich muss erstmal das Projekt hier fertig bekommen. Also soweit wie ich es schaffe. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das alles klappt. Als Enderman. Na, dich will. Boah. Ich bin der Profi vom Herrn, ne? Ach, das sowieso. Ja. Hallo? Wieso kommt da nichts raus? Muss da noch ein Servo? Es gibt neue Servos? Ja, das wusste ich. Resonant Servo? Da kommt sowas von Resonant Servo rein. Wie kommt es hier raus? Scheiße. Da hat ein Huhn eingelegt. Was lustig war, ich hab mir vorgestern einen Enderium-Hammer gemacht, ne? Dein Ernst? Useless bis dahin aus. Ich hätte doch gesagt, lass es sein. Ich hab, ne, nachdem Street geschrieben hat, ja, mach dir Enderium-Hammer und dann geh farmen, hab ich mir halt immer gedacht, ja okay, warum nicht? Materialien hab ich ja. Ja, das hast du von den Spartan, weil das ist scheiße. Wieso mach ich denn noch viel? Ach, egal, ich hab nicht für Squads. Ich brauche noch Iron Nuggets, Enderium, Redstone, Fused Quartz und einen Eisenbaum, den wir zu Nuggets machen. Chicken Mac Iron Nuggets. Lecker. Oh Gott, war das scheiße. Ja, man sollte manchmal meinen, ich würde irgendwann mal die Fresse halten mit meinen Witzen. Der war auch gut, ne? So schlecht sind sie doch gar nicht. Du hast echt keinen Humor, das fängt man ja richtig an. Oder einen echt beschissenen Humor. So, wie geht das jetzt einfach hier rechts liegen? Anscheinend. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Na, Moment. Hier kommt noch so eins hin und dann. Ja, sehr schön. Gut, jetzt brauchen wir noch Fluxprodukte. Redstone, Dress. Ja, Cryo Stabilizer ist okay. Können wir mal machen. Man kann auch erst die machen. Ich glaube, ich mache aber hier die Redstone Energy Flux Doctor 8000 RF Protect sollten ja reichen. Bisschen zu gering, aber es geht. Ja, irgendwann mache ich dann mal hier die Cryo Stabilizer, also wirklich schon endlich. Ich weiß es auch noch nicht genug, aber man muss ja klein anfangen, ne? Unendlich ist ein bisschen zu gering, meiner Meinung nach. Nicht unendlich genug. Wie war das unendlich mal unendliches Drolf? Ja. Nee, Drolf mal Drolf mal Fantastillion ist unendlich, so war das. Gut. Da recht. Irgendwann will ich mit Tiana mal LOL zocken. Hab ich mal wieder richtig Bock drauf. Ich aber nicht. Ach komm schon. Nein! Ich
will nicht gegen dich spielen, ich will mit dir spielen. Dann wirst du verlieren. Christian, ich spiele momentan Ranks. Natürlich verliere ich. Ja, du wirst hart verlieren. Wo ist der Unterschied zwischen so jetzt? Du wirst innerhalb von ein paar Minuten verlieren. Wo ist der Unterschied zu jetzt? Ich wiederhole mich. So, das haben wir. Dann brauchen wir hier wie viel? 200 Millibuckets. Komm, dann schmeißen wir mal da rein. Da kommen jetzt dann 13 Fluxduktos. Entweder habe ich mich gerade verirrt oder hier war gerade ein Portal. So ein Portal Gun Portal Geräusch bei mir. Ich hoffe, ich habe mich schon verhört. Ich hoffe doch. So, jetzt haben wir hier wieder die wundervolle Drum hin mit Liquefaked Coal, die Drum aus Extra Utilities. Also die habe ich nochmal gerade so eine kleine Andeutung gemacht, was ich noch vorhab. Bin mal gespannt, ob du es kennst. Geht mir gerade nichts zu ein. Moment, wo mir Dias fehlen, ey. Okay, jetzt will ich auch noch so eine Energy Cell mal hinsetzen. Einfach, dass wir mal eine auf Vorrat haben. Und wenn es mal Energieprobleme gibt. Oder so eine Energy Cell. Energieprobleme. Ja, ja. Kann schnell passieren. Okay, 4 Enderium darum. Ja, das ist easy. Nichts reklamieren nur oder ist der Server ein bisschen laggy heute? Du rauscht bei mir ziemlich im TS und hältst, also ich würde mal sagen, du hast einen scheiß Ping. Ja, okay, das kann sein, weil bei uns sind auch momentan neue Leitungen verlegt. Ja, miese Sache. Aber ich muss ja doch wirklich aufnehmen. Und dann noch hochladen. Ja, das muss ich über die Nacht machen, ich freue mich ja eh jetzt. Wenn er eh erst morgen kommt. Oder übermorgen. Je nachdem würde ich sogar echt das übermorgen machen. Wenn ich ein bisschen Puffer habe. Ne? Ja, du hast einen 70er, ne? Hä? Du hast einen 70er Ping. Das geht aber. Ich könnte es bei mir sagen, aber ich lasse es mal. Komm, hau raus. 19. Was hast du für eine Leitung? 100k? Ja, ich habe eine 18k. Auch für eine 18k ist das ziemlich enttäuschend, ne? Trotzdem, ich bin damit zufrieden, ich brauche eigentlich momentan nicht mehr. Okay. So, ich klemm dann einfach mal hier so das an. Kann dann hier einen Koppel hin und mal wieder rauskommen. Gut. Mach mal jetzt noch schnell die Energy Cell fertig. Das geht ja relativ schnell. Oder er sagt, das geht ja mittlerweile relativ schnell. Die Ressourcen haben wir ja. Ich hab einen an, der war fett. Das ist lieber. So, dann brauchen wir noch einmal das seltenste Gut hier anscheinend auf dem Server, ein Diamant. Wobei, ich glaube, das Video dürfte ab und zu auch nochmal farm gewesen sein, der sollte jetzt auch mal ein paar Dias haben. So, 40 Redstone brauche ich. Kommen hier wieder rein. Unterwegs eine Kartoffel gefüttert. Das eine Projekt, was ich da letztens gemacht hatte mit dem dem Generator. Mit dem hier.
das müsste man mal irgendwie anders machen. Also ich wollte da so einen Großspawner machen, aber irgendwie finde ich, geht es dann noch ein bisschen effizienter. Will ich mal überlegen, wie ich das mache. So. Also da lasse ich mir schon noch was einfallen, keine Sorge. Oh Scheiße. Ich habe gerade vergessen, dass ich noch die Fuchsdoktor drin hatte. Jetzt habe ich noch, jetzt wird es doch noch nachfüllen. Blöde Scheiße. 1500, das heißt 25. So. Ach ja. Mach mal Krüppel. Okay, also der ist eine Flash. Voll. Drei, zwei, eins. Und er wird aufgefüllt. Dann brauche ich hier Imperium. Recky, Recky, Rise and Shine, Good Mystical Morning! Du hast das ein bisschen vermisst, ne? Naja, es geht. So, das haben wir jetzt. Dann muss ich nur noch hier Eckform, eine Conductance Coil und zwei Lead. Weißt du eigentlich, wo ich jetzt auch demnächst bin? Also wo ich eingeladen wurde? So was? Bei Elite of Legends ist momentan die World Fest, die World Championship. Ich würde dazu jetzt beim Public Viewing, okay, nicht so wirklich Public Viewing, beim der ESL, der Electronic Sports League in Köln, wurde ich dazu eingeladen, mit zuzuschauen. Da lässt sich gönnen. Weißt du, was geil ist? Was? Jeder Zuschauer da kriegt eine 20 Euro PSF-Card. Ich hasse dich. So, die Versionet Energy Cell ist fertig und wird aufgeladen. Passend bei der 23. Minute. Ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Hasta la vista. Adios. Au revoir. Etc. Und bis bald. Tschüss.